Hallo liebe Freunde, groß und klein, es ist mal wieder Graphos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei World of Tanks. Ja, ich hatte schon eine kleine Anmoderation, hat mir nicht gefallen, ist viel zu lang geworden. Jetzt sind natürlich die zwei Gefechte schon vorbei, ihr seht, Bonus ist weg. Also die Anmoderation war jetzt eigentlich nach den zwei Gefechten. Ihr könnt eigentlich auf zwei gute Gefechte freuen, besonders das zweite hat mir besonders gut gefallen. Ja, was ich noch sagen wollte, in nächster Zeit wird es jetzt beim zweiten Gefecht kein anderes Fahrzeug geben, da mein Fuhrpark leider ja nicht so groß ist. Also ich habe ja nur ja knapp 1700 Gefechte. Ich habe leider nicht so einen extremen Fuhrpark, dass ich da jetzt mal ein anderes mache. Ich habe auch keine Premium-Fahrzeuge noch gekauft. Das Einzige, was ich euch in nächster Zeit noch anbieten kann, ist der IS-3, wenn ich mich ein bisschen eingefahren habe mit dem. Und mit der Su-152... kann ich dann auch ein paar Gefechte zeigen. Ja, und dann wird's vorerst, machen wir dann eigentlich immer nur hier weiter. Da schauen wir dann auch, dass wir auf den nächsten kommen, aufs Nashorn. Sorry. Ja, und dann geht's eh hier flott weiter. Meins sind halt doch noch ein bisschen viele Erfahrungspunkte. Ich will jetzt eh wieder vermehrt mit meinen IS da weiterspielen, dass ich da weiter raufkomme, dann kommt da ja auch freie Erfahrung und alles zusammen, dann werden wir das schon schnell schaffen. Zur Not spiele ich den vielleicht auch so ein bisschen weiter, dass wir die Punkte sammeln, aber ja, das werden wir dann schon sehen. Jetzt geht's gleich mal ab ins Spiel und dann wünsche ich euch viel Spaß bei den zwei Gefechten, also bis gleich. Und hier bin ich auch wieder. Wir haben ein leider 7er Gefecht auf der Karte Ruinberg. Schauen wir mal, ob da was geht. Ja. Muss die natürlich da ziemlich oft treffen. Und ich sehe gerade auf unserer Seite 4 Artillerie. Der Gegner hat 3. Das wird wieder sein übler Artillerie-Kampf werden. So. Ja, ich versuche irgendwie da hinten wohin zu fahren. Vielleicht bleibe ich da irgendwo in der Nähe von unsere Artillerie. So. Die kommen wahrscheinlich eh hier auch über diese kleine Stadt vorbei. Schauen wir mal. Von da hinten in der Senke. Da komme ich nicht dran. Typ T34 und der VK30. So. Nee, der steht irgendwo in der Stadt. Der interessiert mich jetzt mal eh nicht. So. Ach, die gucken alle den Traum. Fahr auf die Straße hier. Moment, Moment, Moment. Eieiei, der fährt mal zu schnell. Der mich schon gesehen hat. Okay. Ja, da wäre der sechste Sinn oder sowas gut. Oh, okay, da schießt wer. War das jetzt unsere Artillerie oder eine andere? Was? Der ging nicht durch? Wie geht denn das? Ach, verdammt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der war schön. Natürlich der von ihm auch. Jetzt wurde ich natürlich hier aufgeklärt.
müssen hier aufpassen. Unsere Artillerie wurde jetzt auch schon einmal getroffen. Vorsicht! Ich würde da nicht so weit vorfahren, wenn ich du wäre. Du stehst sowieso da hinterm Haus, natürlich. Wo sollst du denn sonst stehen? Okay, die AT-8 fährt da auch vor. Ich weiß nicht. Da traue ich mich nicht so recht vor. Ich kenne mich. Dann fahre ich da wieder dorthin, zack, bin hin. Und ich halte eh noch mehr einen Treffer aus. Wahrscheinlich sogar ein Fehler, dass ich hier lang fahre. Aber die AT-8 scheint sonst da keinen aufzudecken. Okay, Flame eh noch mehr 4. Jetzt fahren eh schon einige darüber. Da unten sind noch 2 Gegner. Da muss noch irgendwo ein Schwerer und eine Artillerie stehen. Okay, da sollte mal keiner sein. Da fahren wir einfach hier lang. Puh, ja. Ja, werde mich jetzt immer ein bisschen bedeckter halten. Ist was. So, KV1. Mal schauen, ob ich es da noch hinschaffe, dass ich da auch ein bisschen Schaden drauf mache. Noch hat er keinen Schaden kassiert, sondern ausgedeimt. Zoom zusammen. Das war aber jetzt nicht ich. Meiner ging sicher wieder meilenweit darüber. Doch immer so. Schauen wir mal, wo die Artillerie steht, wer sie zuerst findet. Also wo die hingehen alle? Ach klar, keine Ahnung. Boah, ich brauche echt ein Rohr, das schneller Zielerfassung macht. Naja, 3 Treffer, ein Abschuss. Oh, Überlegenheitsabzeichen auch noch bekommen. Hm, ist okay. Wenigstens da mal ein paar Punkte mehr bekommen. Was haben wir hier so? Schaden durch meine Aufklärung. 217, 350 und 237. Fahrer noch getötet. Hier 433 Schaden gemacht. Naja, eigentlich gar nicht so schlecht geschlagen. Dafür, dass es ein 7er Gefecht war. Laut Punkten sogar 3. Schaden natürlich weiter unten. Ja, allem allem war das ja eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Sagen, das lassen wir jetzt mal. Ja, knapp 21.000 Credits noch bekommen. Ist eigentlich auch in Ordnung. Ja, Trefferchance wird es natürlich nicht so. Da haben wir. Was hast du da eigentlich? 0,35. Das wäre doch eigentlich eh nicht so übel. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Na gut. Jetzt habe ich leider nicht geschaut, wie lange hat das Gefecht jetzt gedauert. Details. So. Gefechtsdauer 5 und 8, da geht sich locker noch ein zweites aus. Und hier bin ich auch wieder. Wir sind in einem 5er Gefecht auf der Karte Redshire. Ja, ich werde mich wahrscheinlich hier auf dem Hügel vielleicht stellen. Schauen wir mal. Das ist, glaube ich, eine gute Position, um da irgendwie ein bisschen zu snipern. Oh Gott, da bildet er sich jetzt mal rauf. So. Schauen wir mal, wie es hier läuft. Im letzten Gefecht, im 7er Gefecht, haben wir ja überlebt. Das war schon mal sehr gut. Gut, eigentlich wollte ich mich da hinstellen, wo der D49 jetzt steht. Dann stelle ich mich halt einfach da irgendwo rauf. Wisst ihr was, ich stelle mich da zwischen die 2 Felsen rein. So. Ja, da habe ich eigentlich einen guten Zielbereich, das geht schon. So, meine lieben Freunde. Dann klärt das Gebiet mal auf.
KV1 ist eh schon mal da in der Senke. Hier kommt wieder der UE57, das kleine Ding. Wo meiner Meinung nach niemals drei Leute drin Platz haben. Schön war der, schön. Schneller nach. Naja, der ging wahrscheinlich sonst wohin. Ja, ein bisschen schneller könnte das Ding nachladen, das wäre super. So, da oben stehen noch drei. Da drüben war ein Churchill. Wahrscheinlich sieht er den gleich wieder, der KV1. Ja, der fährt da hinter dem Berg rum. Wurde aber getroffen, entweder von KV1 oder von der Artillerie. So. Da müsste er noch weiter vorkommen. Noch mehr. Jawohl! Und da ist er auch schon hin. Schauen wir mal, was sich auf dem Berg hier tut. Irgendwer müsste da in die Nähe fahren. Ist auch hinter dem Berg, jawohl. Da müsste er gleich hin sein. Ah, okay, hätte ich noch ein bisschen früher schießen müssen. Was haben wir denn hier? Nee, dann treffen wir so nicht. Den treffen wir so nicht. Nee, das geht sich nicht aus. Der fährt da schön hinter der in der Senke drin. Aber hier auch wieder zwei Artillerie bei uns, drei beim Gegner. Wundert mich eh vorher, dass da keine gut. Ich stand gut hinter den Häusern. Keiner hat mich geschossen. 70 Leben hat er noch. Los, KV. Okay, das war's. Mann, macht er dann leer mit seinem Traktormotor, dieser UE57. Der ist leben. Ich sollte wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen weiter vorfahren. Der Hetzer traut sich auch, aber der fährt ja hinterm Berg. Churchill fährt jetzt nach vorne. Ich werde aber jetzt ein bisschen noch hier bleiben. Weil ich mache ja immer diesen Fehler, dass ich zu früh nach vorne fahre und dann bin ich immer der allererste, der stirbt, obwohl da noch 4-5 andere in der vorderen Reihe fahren. Keine Ahnung, irgendwie haben sie es immer auf mich abgesehen. Ah, da ist der Hetzer schon hin, das hätte wieder ich sein können. D49. Ja genau, schau, vielleicht siehst du die da oben. Kann man da ein bisschen was helfen? Steht jetzt da hinterm Haus. 5:4 steht's. Die Matilda da unten meldet auch nichts. Bei J4 scheinen dort auch keine zu kommen. Hm? Schnell. Jawohl. Sehr schön. Da stehen aber immer noch drei drauf. Die drei, die wir vorhin schon gesehen haben, wurden immer noch nicht aufgedeckt. Wahrscheinlich sind die jetzt schon irgendwo hinterm Baum weg. Okay, die Matilda zieht sich zurück. Ich überlege jetzt, ob ich zur Matilda fahre und vielleicht dort ein bisschen helfe. Oder es zumindest versuche. So. Nicht, dass die uns da hinten in den Rücken fallen. Nee, die sehe ich nicht. So. Fahren wir hier weiter. Ja, 6-5, noch ist alles offen hier. Der Churchill jetzt. Nee. Er lebt noch. So.
hoffe nur, da kommt jetzt nicht gleich wer daher. Das Glück habe ich ja auch öfters. So. Komisch, ist aber eigentlich überhaupt keiner. Sie werden doch nicht alle da auf dem Berg stehen und darauf warten, dass wir kommen. Churchill wieder da hinten. Ich weiß nicht, ob ich es wagen soll, da vorzufahren. Eventuell könnte man wirklich da von hinten dann Artillerie abballern. Ne, ich scheiß drauf. Ich riskiere es auch jetzt einfach, auch wenn es vielleicht ein Fehler ist. Aber irgendwas muss da vorne sein. Da steht ein schweres Panzerwrack. Oh, dort wäre die Matilda 4. Okay, da schießt schon wer runter den Berg. Auch Vorsicht vor der Artillerie. Ui, unsere Matilda hat auch noch mehr 7 Leben. So. Die 3 am Berg plus 3-mal Artillerie noch. Muss doch noch irgendwo was rumstehen oder rumfahren oder... Fahr noch ein bisschen vor. Oder zurück wieder. Sehr schön. Lad schnell nach, vielleicht treffen die gleiche Stelle nochmal. Erwischt. Sehr gut. So, 2 Jagdpanzer noch, plus die 3-mal die Artillerie. Sehe ich noch nichts. Stehen wahrscheinlich dann in diesem kleinen Dorf die 3 Artillerie. Boah, ich hoffe, ich werde jetzt nicht einfach so abgeballert. Bis jetzt schlage ich mich ja gar nicht so schlecht. Vielleicht kann ich wenigstens irgendwie was aufklären, dass unsere Artillerie draufballern kann. Wäre doch auch schon viel wert. Einfach hier in dieser kleinen Senke weiterzufahren. Damit man mich nicht so schnell entdeckt. Da hier meistens hinter dieser, keine Ahnung, Kirche, was das hier sein soll, stehen sie ja meistens auch rum. Haben wir schon mal einen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ey. Schießt die andere auf mich. Okay, eigentlich wollte ich nur kurz nach vorne fahren, damit ihr einen Schuss abgibt, aber mich nicht trifft. So. 2 Jagdpanzer plus Artillerie noch. Natürlich haben die mich jetzt entdeckt.
So, da kommen die zwei jetzt eh schon zu Hilfe. Ich warte jetzt einfach ein bisschen. Scheiße. Ah, ja gut, ich wäre sowieso gestorben. Ja. Fand ich aber bis hierhin eigentlich gar nicht so schlecht, das Gefecht. Ich werde es trotzdem drin lassen. Auch wenn ich jetzt gestorben bin. Man, ich habe immerhin 6 Treffer erzielt, 1030 Schaden gemacht, 3 Abschüsse. Ja. Ich glaube, man merkt, dass ich ein bisschen was umgesetzt habe, was ich jetzt in anderen Videos gesehen habe. Also, habe mich diesmal, glaube ich, ein bisschen besser angestellt, obwohl jetzt dieser Abschuss, ja. Allein dieser Treff halt von der Artillerie war ein bisschen blöd. Von der 6.2. Ja, aber ich wollte ihn einfach nur zwingen, dass er den Schuss abgibt. Weil er ja dann sicher 30 Sekunden Nachladezeit hat und ich dann da in Ruhe auf ihn ballern kann. Ja. So. Gut, jetzt lebt immer nur mehr die 785. Wurde noch unsere Artillerie erwischt. Schauen wir mal aus dieser Perspektive. Ja, musste ein bisschen vorfahren, der ist wieder weg. Aber jetzt. Der hat eh noch mehr 100 Leben. Bitte nicht. Ah, jetzt. 17 noch. Guten Tarnwert. Dass er dann schnell wieder verschwindet. Aber der kann nicht weit weg. Da hinten fährt er. So, schnell in den Arsch reinballern und gut ist. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön gemacht. Ich habe sogar 4 Abschüsse. Ach stimmt, der eine KV da. Den habe ich auch erwischt. Ja, war eigentlich echt nicht so schlecht für mich. Also trotzdem 4 Abschüsse. Auch 1000 Schaden. Ist in Ordnung. Hier ist die letzte Artillerie. Pass lieber auf. Bevor die sich auf dich einschießt. Das war's. Abpraller von der Artillerie. Sehr schön. Ja, ich muss sagen, das Gefecht hat mir echt gefallen. War echt nicht schlecht. So, was haben wir hier erreicht? Sensenmann. Zerstören Sie mindestens 3 Fahrzeuge in Folge mit jeweils einer einzigen Granate. Ja, wunderbar. Was haben wir so gemacht? Ladeschützen getötet. Motor und Kette. Richtschütze. Schaden durch meine Aufklärung. Gut, 21 nur ist nicht viel. Den habe ich aufgeklärt. Ja, 4 abgeballert, ein bisschen Schaden gemacht. 70% Trefferchance kann man auch lassen. So, was haben wir hier? Erster mit Punkten, ex aequo mit den hier. Schaden auch erster. Ist auch gut. Ah, gut. Ja. Das Addon kann natürlich das nicht rechnen, wenn er nicht aufgedeckt ist und ich baller dann einen blind ab. Rechnet der das natürlich nicht. Ja, knapp 17.800 Credits noch gemacht. 888 Erfahrung noch mit Premium. Ist auch nicht schlecht. Ich selber habe 390 eingesteckt. Nee, ich muss sagen, Gefecht hat mir gefallen. 2,5 Kilometer gefahren. Nee, war super. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das mit einem Abo, Kommentar, Daumen nach oben dankt. Empfehlt mich bitte auch weiter. Teilt meine Videos, favorisiert sie. Wie gesagt, all das hilft mir, größer zu werden. Und ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Und ja. Dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Also macht's gut. Ciao, euer Grafus.